Willkommen bei Bhavani Yoga zurück. Heutige Yoga-Sequenz ist nur für dich gedacht. Nur für dich, fühle dich entspannt, fühle dich beweglich und fröhlich. Komm auf deine Matte, bringe die Hände vor die Brust und setze eine Intention für deine Yoga-Praxis. Fange direkt tiefer zu atmen, atme tief ein und aus. Senke die Arme nach unten, über die Seite. Stecke die Arme nach oben. Ausatmen, beuge dich mit runden Rücken nach unten, Uttanasana. Einatmen die Arme nach oben. Ausatmen, runder Rücken, beuge dich tief. Einatmen die Arme nach oben, hebe deinen Blick. Ausatmen, beuge dich nach unten, Uttanasana. Einatmen, ganz tief, voller Bauch. Ausatmen, leere dich. Einatmen, tiefer ein. Aus, beuge dich tief. Bleibe hier. Entspanne deinen Rücken, entspanne deinen Kopf. Bleibe in der Vorbeuge. Wenn du magst, greife die Ellenbogen und schaukel dich nach links, nach rechts oder nach vorne, nach hinten sanft. Spüre deinen entspannten Rücken, spüre deinen entspannten Kopf. Senke die Arme nach unten, halbe Vorbeuge. Setze deinen rechten Fuß nach hinten, rechtes Knie am Boden, hebe die Arme nach oben, Anjani Asana. Öffne die Brust, öffne deine ganze Rippen. Ausatmen, Hände zum Boden, beide Beine nach hinten, Brettposition kraftvoll. Senke dich tief nach unten, lege dich ab. Einatmen, komme in die Cobra. Ausatmen. Nach unten schauen da und senke die Fersen tief, rotiere die Arme auseinander, stecke deinen Rücken lang, einatmen, stecke dein rechtes Bein nach oben, ganz weit, beuge dein Knie und setze deinen rechten Fuß nach vorne, linkes Knie am Boden, komme hoch für Anjani Asana, einatmen, bleibe hier, senke die Hände zum Boden, beide Füße nach vorne, vorbeuge, tief, entspanne deinen Kopf wieder. Greife wieder die Ellenbogen, schaukel dich nach links, nach rechts, senke die Arme wieder, entspanne dich. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, einatmen, stecke die Arme nach oben, weit, die Hände vor die Brust. Stecke die Arme nach oben, atme tief aus, beuge dich nach unten. Einatmen. Ausatmen. Wenn du tiefer vorbeugen möchtest, kannst du die Waden oder Beine hinten greifen, Ellenbogen greifen, hinter deinen Beinen. Bringe die Hände wieder zum Boden, setze deinen linken Fuß nach hinten, Anjani Asana, hebe die Arme hoch, sinke tiefer in dein Knie, die Hände zum Boden, beide Beine nach hinten, Brettposition, Körper in einer Linie gespannt halten. Senke dich nach unten, einatmen, komme in die Cobra. Setze die Füße auf, gleite in nach unten schauender Hund. Senke die Fersen, rotiere die Oberarme, ganze Handflächen fest in den Boden. Ausatmen, entspanne deinen Kopf. Einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Einatmen, hebe dein linkes Bein weit nach oben, pointe deinen Fuß. Ausatmen, setze deinen linken Fuß nach vorne, rechtes Knie am Boden, komme hoch, Anjani Asana. Arme stecken, Brust öffnen. Ausatmen, Hände zum Boden, beide Füße vorne, Uttanasana, Vorbeuge. Spanne wieder deinen ganzen Kopf, stecke die Arme nach oben, einatmen, die Hände vor die Brust, ausatmen, schließe die Füße, einatmen, nach oben, ausatmen, beuge dich tief nach unten, einatmen, rechtes Bein nach hinten und diesmal lass deinen Fuß in den Boden, lass dein Knie in der Luft, hebe deinen linken Arm nach oben. Öffne dich, rotiere deinen ganzen Rücken, senke deinen linken Arm hinter dem Rücken, wenn du magst. Öffne deine Schulter mehr, rotiere mehr deinen Körper. Bringe die Hände wieder zum Boden, setze deinen rechten Fuß flach
Und komme hoch für Krieger 2 Position. Mache Korrekturen selbst. Öffne dein linkes Knie nach außen. Hebe deinen linken Arm, friedvoller Krieger. Ausatmen. Strecke dein linkes Bein. Ziehe dich lang nach vorne mit dem linken Arm und senke deinen linken Arm nach unten für Dreieck Trikonasana. Aktiviere deine Bauchdecke, öffne die Schulter wie zwei große Flügel. Bringe deinen linken und rechten Arm in den Boden und hebe dein rechtes Bein in Halbmondposition Adra Chandrasana. Hebe deinen rechten Arm nach oben, wenn du magst, versuche nach oben zu schauen. Setze deinen rechten Fuß wieder zurück, beide Füße nach hinten, Brettposition. Wenn du magst, senke dich tief in den Boden oder mache Chaturanga, halben Weg. Einatmen, nach oben schauender Hund, ausatmen, nach unten schauender Hund. Nach oben schauender Hund kannst du immer gegen Cobra wechseln. Einatmen, hebe dein rechtes Bein nach oben, beuge diesmal dein Knie und öffne deine ganze rechte Seite. Senke deinen Fuß so wie möglich zu linken Pobacke und ziehe deinen rechten Fuß nach vorne, setze Knie zu rechter Hand, Fuß zu linker Hand in die Taubenposition, stecke dein hinteres Bein mehr weit und gehe mit den Händen weit nach vorne, senke dich in die Taube, königliche schlaufende Taube. Hier spüre deinen ganze Hüfte, schwinge dein linkes Bein nach vorne über dein rechtes Knie und drehe dich zur linken Seite, rechter Arm gegen linken Knie, linker Arm hinter dir. Atme tief ein in die Drehung, atme aus, drehe dich zurück, hebe die Arme nach oben und drehe dich zur rechten Seite gegen. Komme wieder zur Mitte. Und auf deine Weise gleite in nach unten schauender Hund. Schau nach vorne, beuge die Knie und laufe nach vorne zwischen die Hände. Halbe Vorbeuge einatmen, ausatmen, Vorbeuge, Uttanasana. Hebe die Arme nach oben einatmen, die Hände vor die Brust ausatmen. Senke die Arme, stehe hier, atme ein und aus, spüre deinen ganzen Körper wach und glücklich. Atme tief ein und aus, Hände vor die Brust. Strecke dich nach oben, nach hinten weit. Ausatmen direkt nach unten, Uttanasana. Einatmen, halbe Vorbeuge. Strecke deinen Rücken lang, setze deinen linken Fuß nach hinten. Lass deine linke Hand in den Boden und öffne deinen rechten Arm nach oben. Die Schulter übereinander. Atme tief ein, rotiere deinen Rücken. Spüre diese Drehung. Bringe beide Hände zum Boden, linken Fuß flach in den Boden, Krieger 2 Position, korrigiere dich mit rechten Knie nach außen, beide Arme in eine Linie, einatmen, hebe deinen rechten Arm nach oben, friedvoller Krieger. Ausatmen, zurück, Krieger 2, strecke dein rechtes Bein aus, ziehe dich weit nach vorne mit dem rechten Arm. Und senke deine rechte Hand zum Boden oder auf rechtes Schienbein. Hebe deinen linken Arm nach oben, Trikonasana, Dreieck. Aktiviere deine Bauchdecke, spüre Kraft in dieser Position. Atme ein, schau nach unten, bringe deine rechte Hand etwas weit nach vorne. Hebe dein linkes Bein und hebe deinen linken Arm nach oben, Halbmond. Adra Chandrasana. Bleibe hier, atme tief ein. Senke deine linke Hand in den Boden, senke deinen linken Fuß in den Boden. Beide Beine nach hinten, nach unten schauen, der Hund gleite dahin. Entspanne deine Fersen in den Boden und gleite nach vorne in das Brett. Senke dich tief zum Boden oder halben Weg, Chaturanga Dandasana. Einatmen, nach oben schauen, der Hund oder Kobra. Ausatmen, Bauch aktivieren, nach unten, schauender Hund. Hebe jetzt dein linkes Bein nach oben. Öffne die Hüfte, beuge dein Knie, senke deinen Fuß so weit möglich zur rechten Po und atme. Einatmen und bringe dein linkes Bein nach
vorne für Taubenposition. Einatmen, hebe die Brust. Ausatmen, senke dich tief. Schaue, dass die Hüfte geöffnet ist, aber entspannt. Hinteres Bein gestreckt. Hüfte in eine Linie. Komm dann direkt nach oben. Einatmen, öffne wieder die Brust. Und schwinge dein rechtes Bein über das linke Knie. Für Drehposition, hebe die Arme nach oben, einatmen und dreh dich nach rechts, ausatmen. Linker Arm gegen den rechten Knie, dreh dich mehr nach hinten, atme tief ein und aus in die Drehung. Spüre dein wacher Rücken, wache Wirbelsäule. Einatmen nach zur Mitte, ausatmen gegen Bewegung zur linken Seite. Auf deine Weise in zwei Schritten komme ihn nach unten, Chandrasana Adho Mukha Svanasana. Aktiviere deinen Bauch, entspanne Knie und laufe nach vorne zwischen die Hände, einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, tiefe Vorbeuge, greife die Waden oder die Ellenbogen hinter deinen Beinen, komme tief in die Vorbeuge. Mit Einatmen entspannst du die Arme, kommst du hoch. Ausatmen, Hände vor die Brust. Einatmen, stecke dich nach oben. Ausatmen, beuge dich nach unten. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, rechten Fuß nach hinten, rechter Fuß flach. Komme hoch, Krieger 2 Position. Und wieder achte auf dein vorderes Knie, rotiere dein Knie nach außen. Geh tiefer in dein Knie, beide Arme in eine Linie. Einatmen, hebe deinen linken Arm nach oben, friedvoller Krieger. Ausatmen, linke Arme auf linke Oberschenkel. Einatmen, friedvoller Krieger. Ausatmen, Seitwinkel, rechter Arm an rechten Ohr, linke auf Oberschenkel. Einatmen, friedvoller Krieger. Ausatmen, Seitwinkel. Bleibe hier, atme ein. Senke deinen rechten Arm hinter dir. Vielleicht auf linker Oberschenkel oder Leiste. Bleibe hier. Oder gehe mit dem linken Arm tiefer und greife. Hinter deinem Rücken linke Hand in die rechte. Und strecke dein linkes Bein aus. Variation von Pyramide-Position. Atme ein und aus. Versuche deine rechte Schulter mehr zu öffnen. Dann senke deine linke Hand nach unten, rechte nach oben. Rotiere deinen linken Fuß parallel den rechten. Komme in die Mitte. Einatmen, lange Rücken, Hände unter die Schultern. Ausatmen, beuge dich tief. Die Hände unter deiner Hüfte. Oder kannst du die Arme weit nach hinten strecken, was für dich angenehmer ist. Einatmen, komme wieder lange Rücken, Hände unter die Schultern. Und ausatmen. Einatmen, die Hände in die Hüfte. Hebe dich hoch. Drehe deinen linken Fuß nach vorne. Rechter Fuß flach, Krieger 2 Position. Geh etwas tiefer in dein Knie. Schwinge die Arme nach unten. Bringe beide Füße in den Boden. Bringe deinen rechten Fuß etwas näher zu den linken für Pyramidposition. Und beuge dich über dein linkes Bein. Versuche Hüfte in eine Linie zu halten. Einatmen hier. Ausatmen, nach unten schauender Hund. Senke Knie, Brust, Kinn, Ashtanga Asana. Einatmen, komme in die Kobra. Ausatmen, gleite in den nach unten schauender Hund. Adho Mukha Svanasana. Bleibe hier, komme auf die Zehen und möglicherweise springst du zwischen die Hände, setzt du dich tief in Stuhlposition, Utkatasana, hebe die Arme, bringe die Hände vor die Brust und drehe dich zur rechten Seite, linker Ellenbogen, möglicherweise auf den rechten Knie. Einatmen, komme in die Mitte, Stuhlposition, ausatmen, drehe dich zur anderen Seite, die Hände möglicherweise vor der Brust, einatmen, Stuhlposition in die Mitte, strecke die Beine, Tadasana, die Hände vor die Brust, senke die Arme, atme tief ein, atme tief aus. Tief einatmen, die Hände vor die Brust, strecke dich nach oben und nach hinten, beuge dich tief nach vorne, Uttanasana. Einatmen, halbe Vorbeuge,
Ausatmen, setze deinen linken Fuß nach hinten, beuge dein rechtes Knie tiefer, Krieger 2 Position. Schau, dass du tiefer in dein Knie gehst. Beide Arme in eine Linie. Schulterblätter hinter dir zusammen, Bauch aktivieren. Einatmen, hebe deinen rechten Arm nach oben, friedvoller Krieger. Und bringe deinen rechten Arm auf rechten Oberschenkel im Winkel, so wie ein Tanz. Einatmen und ausatmen. Einatmen, friedvoller Krieger. Ausatmen, Winkelposition. Noch einmal einatmen und ausatmen. Bleibe hier. Schau, ob du weitergehst. Vielleicht senkst du deinen oberen Arm hinter dir zunächst. Und eventuell senkst du deinen rechten Arm nach unten. Unter den rechten Bein vielleicht greifst du die Hände, Finger ineinander und versuchst du dann deinen linken Schulter mehr zu öffnen. Auch wenn das 1-2 cm sind. Spüre, dass du rechtes Bein vielleicht stecken kannst. Und komme wieder hoch, beuge dein rechtes Knie, Krieger 2 Position. Atme aus, strecke dein rechtes Bein, drehe deinen rechten Fuß parallel den linken. Bringe die Hände in die Hüfte, einatmen, ausatmen, langsam beuge dich nach vorne. Bringe die Hände unter die Schultern. Bleibe hier. Oder vielleicht gehst du in die Drehung, linke Hand geht zu rechten Bein, hebe deinen rechten Arm nach oben, senke deinen linken Ellenbogen tiefer, wechsle die Seiten. Einatmen, lange Rücken, ausatmen, rechte Hand geht zu linken Bein, hebe deinen linken Arm nach oben, senke deinen rechten Ellenbogen tiefer in den Boden. Drehungen, Drehposition. Komm wieder in die Mitte, strecke deinen Rücken lang, dreh deinen rechten Fuß nach vorne. Krieger 2, aus Krieger 2, bringe beide Hände zum Boden, bringe rechten Fuß nach hinten in den Hund, einatmen Brett, aus dem Brett Knie, Brust, Kinn zur Erde, einatmen flexibler Rücken, Cobra, ausatmen nach unten schauender Hund, Adho Mukha Svanasana. Atme tief aus, atme tief ein, Bauch aktiv, Kopf entspannt. Schau nach vorne und laufe mit gebeugten Knien nach vorne, zwischen die Hände, beuge dich tiefer, entspanne deinen Rücken, Uttanasana. Einatmen hier, ausatmen, vielleicht greifst du die Füße oder große Zehen, beugst du dich tiefer, beugst du die Ellenbogen zu Seiten. Mit Einatmen setzt du dich tief in Malasana-Position, bringe die Füße nach außen, Knie nach außen, öffne die Hüfte weit, bringe die Ellenbogen in deine Knie und schau, dass beide Füße und den Boden stehen. Bringe deine rechte Hand neben den rechten Fuß vorne und hebe deinen linken Arm nach oben. Spüre die Drehung, Flexibilität in dem Rücken, Schulter. Bringe die Hände wieder vor die Brust, komme zur Mitte. Bringe die Ellenbogen zu deinen Knie und wechsle die Seiten. Linke Hand vor dem linken Fuß, öffne deinen rechten Arm nach oben. Blick geht zur rechten Hand. Atme aus, bringe die Hände wieder vor die Brust. Malasana-Position, Gebetsposition. Bringe die Hände zum Boden, probiere aus. Vielleicht magst du dich tief in der Position des Stuhls setzen. Utkatasana, hebe die Arme, aktiviere deinen Bauch. Bringe die Hände vor die Brust und drehe dich zur linken Seite. Rechte Ellenbogen an den linken Knie, die Hände vor die Brust in der Mitte. Einatmen, komme zur Mitte, strecke die Arme in Stuhlposition möglicherweise. Die Hände vor die Brust, drehe dich nach rechts. Drehe dich dann zur Mitte, strecke die Arme nach oben, einatmen, sinke tiefer in dein Knie und rolle auf deine Weise, auf deinen Sitzbeinhocker. Greife mit beiden Händen deine Knie, hebe die Füße von dem Boden und strecke die Unterschenkel nach vorne.
Füße nach vorne, stecke die Arme nach vorne, bleibe mit gebeugten Beinen, aktiviere dabei deinen unteren Bauch, spüre Kraft und Wärme in deinem Bauch, atme ein und aus, halte Navasana Position. Und beuge dann die Knie, setze die Füße auf, stecke dein linkes Bein nach vorne links und rechten Fuß zu linken Oberschenkel, Janusha Shasana gedreht, bringe deine linke Hand auf rechtes Knie und beuge dich zur linken Seite, stecke dein rechten Arm am Ohr vorbei und spüre die Dehnung in der rechten Seite, atme tief ein und aus, komme zur Mitte, einatmen, senke deinen rechten Arm nach unten. Setze deinen rechten Arm in die Erde, hebe deine Hüfte, drücke in deinen linken Fuß und komme wieder zurück nach unten. Bringe beide Hände nach vorne zur linken Fuß, vielleicht greifst du kreuzweise und beuge dich über dein linkes Bein, Janusha Shasana. Einatmen, komme hoch. Bringe die Hände hinter deinem Gesäß und wechsle die Seiten, stecke dein rechtes Bein nach vorne. Rechts, bringe deine linke Fußsohle zur rechten Oberschenkel, bringe deine rechte Hand zur linken Knie, beuge dich zu rechten Bein, linker Arm am Ohr vorbei, atme in die rechte Seite, komme wieder zur Mitte, senke deine rechte Hand in die Erde, hebe dein Gesäß, ausatmen, komme nach unten, drehe deinen Oberkörper zur rechten Bein und beuge dich über dein rechtes Bein. Wenn du magst, kannst du wieder kreuzweise deinen Fuß greifen mit der rechten Hand innen an deinen Fuß, mit der linken Hand außen an deinen Fuß oder ganz gerade greifen, Fuß oder Schienbein. Einatmen, komme hoch. Setze die Füße auf hinter deinem Gesäß, strecke die Arme nach vorne und langsam in Zeitlupe senke dich auf deiner Yogamatte. Strecke die Arme nach hinten oben und beuge dein Knie, bringe deinen rechten Fuß zur linken Knie oder Oberschenkel. Greife mit beiden Händen dein linkes Bein und ziehe dein linkes Bein zu dir ran, spüre die Öffnung in der rechten Hüfte. Kopf kannst du heben zunächst und dann langsam absenken. Schau, dass dein oberer Rücken auf dem Boden ist und Hinterkopf. Kannst du mehr oder weniger dein Bein zu dir ziehen. Lasse die Arme los, bringe dein rechtes Bein über dein linkes Knie und senke beide Knie zur linken Seite. Öffne die Arme nach links, rechts, drehe deinen Kopf zur rechten Seite. Entspanne in dieser Drehung. Spüre die Wirbelsäule. Spüre deinen gesamten Körper. Wach und stabil. Drehe dich zur Mitte. Wechsle die Seiten. Setze beide Füße hinter dem Gesäß. Und bringe deinen linken Fuß auf rechtes Knie oder Oberschenkel obendrauf. Hebe deinen Oberkörper. Greife mit beiden Händen dein rechtes Knie oder unter rechtem Knie Oberschenkel. Ziehe zu dir ran. Und dann senke dein Oberkörper in die Erde. Spüre, dass beide Schulterblätter in der Erde sind. Öffne die Arme weit und senke beide Knie zur rechten Seite. In die Drehung. Atme tief, bewusst in dieser Drehung. Entspanne deinen ganzen Körper, erlaube deinen Körper zu entgiften in der Position. Spüre die Energie und Kraft. Spüre Ausgeglichenheit und Balance in dir. Komme wieder zur Mitte. Entknote die Beine. Strecke die Beine aus. Vielleicht magst du als Ausgleich Fischposition üben oder deine Position, was du jetzt gerade brauchst. Wenn du Fischposition mit mir übst, dann bringe die Hände unter dem Gesäß. Hebe die Brust hoch und senke deinen Kopf nach hinten in die Fischposition. Öffne die Brust weit, Rippen auseinander, atme tief ein,
Atme tief aus. Tief einatmen. Tief ausatmen. Hebe deinen Kopf. Senke deinen Rücken in die Erde. Befreie die Hände. Bringe nochmal die Hände hinter deinem Kopf und bewege mit den Händen langsam in Zeitlupe deinen Kopf nach links, nach rechts. Massiere so deinen Nacken. Senke dann deinen Kopf in die Erde. Bringe die Arme weit neben deinem Körper. Bringe die Beine weit, Matten weit oder noch weiter. Schiebe die Schulter weg von den Ohren in Shavasana. Erlaube dir einen Moment, in dich hinein zu lauschen, ohne zu werten. Einfach fühlen und spüren. Nehme dann wahr, wieder deinen Atem, bewege dich langsam, stecke die Arme weit nach oben, verschränke die Finger ineinander, ziehe die Beine weit weg von dir, ziehe die Knie zur Brust und für einen Moment rolle dich auf deine Lieblingsseite, umarme und fasse die Beine oder die Schulter, erinnere dich an deine Intention für heutige Yoga-Klasse. Wenn du bereit bist, langsam komme zum Sitzen, kreuze die Beine oder setze dich in deine Lieblingsposition, bringe die Hände direkt dankbar vor die Brust, senke die Stirn zu den Fingerspitzen, dankbar, ehrlich dankbar dir selbst für deine Yoga-Praxis. Wir danken dir dafür, dass du mit uns bei Yoga bleibst. Namaste. Bhavani Yoga. Hilf uns, mehr Leute zu erreichen. Abonniere unseren Kanal, teile unsere Videos, schreibe uns Kommentare und deine Meinung. Bis bald.